Kurzes Statement vorab. Ich lebe nicht vegan. Ja, es ist eine Schande. Du bist einfach eine Schande. Deine Gewalt ist eine Schande. Und da wir das nun geklärt hätten, gibt es nun eine neue Y-Kollektiv-Doku zum Thema Veganismus. An und für sich würde ich das noch nicht mal als schlecht oder extreme Scheiße bezeichnen. Jedoch gab es dort auch einen Beitrag zur militanten Veganerin. Diese wurde mit in ihrem Leben gefilmt. Und holy shit, diese Frau hat sich ja wirklich gar nicht geändert. Und das ist schon hart, wenn man bedenkt, dass das hier unter anderem die früheren Clips von ihr waren. Solange du nicht vegan bist, bist du eine Tierschänderin. Und du kannst das von heute auf morgen beenden, ganz einfach. Solange du nicht vegan lebst, bist du erstens unreifer als diese drei hier. Und noch viel wichtiger, bist du im Endeffekt ein Tierschänder. Und ich gebe dir einen Tipp. Also bist du schon vegan? Nein. Okay, dann möchte ich deinen Tipp nicht hören, weil du bist noch der Grund dafür, dass ich Aktivismus machen muss. Dankeschön. Schönes veganes Leben wünsche ich dir. Boah, du gehst mir in so einen Moment so auf die Eier, ne? Wenn, dann ist sie sogar jetzt noch radikaler und unangenehmer geworden. Und welche Ausmaße das annimmt, das beleuchten wir gleich etwas näher. Genauso wie meinen Ehrenpartner Snox, der jetzt wohl die größte Rabattaktion für euch hat, die man gefühlt haben kann. Denn ab sofort bekommt ihr bis zum 3. November nur über meinen Link bis zu 50% Rabatt auf alle Sachen von Snox aufgrund des Halloween-Sales. Und das Geile kommt jetzt, mit dem Code ALPHAKEVIN5 spart ihr darauf nochmal zusätzlich 5%. Wie die meisten schon wissen, nutze ich die Produkte von Snox schon seit Anfang des Jahres und dafür, dass ich die Socken und auch Unterhosen täglich trage, bin ich unglaublich zufrieden damit und kann euch die Sachen nur wärmstens empfehlen. Egal ob bei Mann oder bei Frau, es ist für jeden dort etwas dabei. Mein persönlich größtes Upgrade sind aber definitiv die Unterhosen, weil die wirklich super angenehm sitzen und auch keinen störenden Zettel in der Hose haben. Dazu klemmt nichts und die Qualität ist wirklich top. Außerdem besteht mein halber Kleiderschrank mittlerweile aus den Socken von Snox und was soll ich sagen, auch diese trage ich jeden Tag und bin wirklich happy damit. Gutes Design, rutschfest und sie bestehen auch aus Baumwolle. Besonders nice finde ich persönlich sogar die 6-monatige Anti-Loch-Garantie. Das bedeutet, wenn eure Unterwäsche in den ersten 6 Monaten ein Loch haben, dann schickt euch Snox ganz easy und entspannt einen Ersatz. Und außerdem gibt es hier bei Snox auch keinen Mindestbestellwert, weshalb ihr jetzt nicht unnötig viele Sachen kaufen müsst. Snox bietet aber neben Unterwäsche noch deutlich mehr, egal ob für Männer, für Frauen, ob für alt oder jung. So haben Tina und ich mittlerweile auch die Rucksäcke von Snox und ungelogen, neben dem Design ist der Rucksack auch mega pragmatisch und nice. Da passt wirklich viel rein. Der Rucksack sieht wirklich einfach nur sick aus und für die nächsten Reisen kommt der definitiv mit. Tina ist außerdem auch selber super zufrieden mit ihrer Kleidung und all in all können wir euch die Produkte einfach nur empfehlen. Deshalb checkt jetzt unbedingt den 50% Rabatt-Sale in der Beschreibung ab. Dort findet ihr den Link. Mit dem Code ALPHAKEVIN5 spart ihr, wie gesagt, 5% nochmal on top oben drauf. Und wenn die Aktion vorbei sein sollte, dann könnt ihr jederzeit mit dem Code ALPHAKEVIN20 20% bei Snox sparen. Ich bedanke mich an der Stelle bei Snox für die geile Zusammenarbeit und auch für die Treue. Absolute Liebe geht raus und nun würde ich sagen, machen wir weiter mit der militanten Veganerin. Ihr dachtet vielleicht genauso wie ich, dass die militante Veganerin mittlerweile kaum noch Reichweite hat und wenig stattfindet. Und vielleicht ist sie ja auch im Alter etwas ruhiger geworden. Das ist ja relativ natürlich. Gut, das ist jetzt bei Meppo nicht so der Fall und vielleicht ist es ja auch bei Raffaella nicht der Fall. Und leider muss ich euch auch diese Wunschvorstellung zerschlagen. Denn in der neuen Y-Kollektiv-Doku geht es direkt so hier los, sobald Raffaella eingeblendet wurde. Bist du bereit zu filmen? Ich mache eine Ansage. Okay. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Da drüben wird ein Fest der Liebe gefeiert und wahrscheinlich gibt es einen Hochzeitskuchen mit den Ausscheidungen von versklavten, ermordeten Tieren. Man kann nicht seine Hochzeit, sein Fest der Liebe mit Tod und Sklaverei an Tieren feiern. Nicht vegane Hochzeiten sind nicht okay. Nicht vegane Hochzeiten sind Gewaltakte, Todesrituale. Mein Name ist Armin Maivis. Nein, also Raffaella nimmt sich dort einfach einen scheiß Megafon und belästigt ein Hochzeitspaar, weil sie vermutet, dass das Hochzeitspaar nicht vegan lebt. Also wie respektlos will man bitte sein, um den vermutlich schönsten Tag des Paares mit einer solchen Selbstdarstellung kaputt zu machen? Apropos Selbstdarstellung, wenn ihr mich fragt, dann ist diese Dame einfach nur so laut, um sich mit ihrem Verhalten ordentlich zu pushen, ihre anderen Kanäle groß zu ziehen, damit sie ordentlich profitieren kann. Ob sie das jetzt wirklich ausschließlich des guten Zwecks macht, wage ich mittlerweile schon ein Stück weit zu bezweifeln. Gut, nicht nur mittlerweile, schon die letzten paar Jahre. Und nach ihrer respektlosen Ansage an das Hochzeitspaar oder die Hochzeitsgesellschaft, stellte dann die Reporterin ebenfalls eine interessante Frage. Die feiern ja ihre Hochzeit und du stellst dich mit dem Megafon daneben. Hast du null Mitleid und Verständnis, oder? Ich habe Mitleid und Verständnis für die Tiere. Mhm. Und das entspricht ja vollkommen der Wahrheit, wenn die an ihrem Hochzeitstag
mit Gewalt an Tieren feiern, dann ist es ja kein Tag der Liebe, sondern ein Tag der Gewalt. Und das sind nichts anderes als Todesrituale, dann ein großes Grillbuffet zu schmeißen. Also sie behauptet das einfach, weiß aber nicht mal, ob das bei diesem Hochzeitspaar so ist. Nichtsdestotrotz finde ich das absolut ehrenlos, wie sie sich permanent über andere stellt. Schaut her, ich bin Raffaela, ich habe hier das Sagen, ja? Deswegen kann ich euch auf die Nerven gehen. Aber nicht zu wissen, ob dort jemand vegan ist oder diese ganze Veranstaltung vegan abläuft und trotzdem so rumzuschreien, das ist absolut ehrenlos. Denn ja, für Veganismus und für Tierrechte sich aussprechen, ist ja gar kein Problem. Darf man super gern machen. Nur mit solchen Aktionen wird bestimmt niemand von der Hochzeitsgesellschaft zu denken, also die Alte, die hat mich angeschrien, oh, ich werde jetzt vegan, go vegan. Keinen Millimeter nach rechts und go vegan. Ganz im Gegenteil, ich persönlich denke, dass die meisten davon eher abgefuckt waren, aufgrund des sehr nervigen Verhaltens von Raffaela Raab. By the way, Raffaela würde noch nicht mal bei einer Beerdigung eines Menschen davor zurückschrecken. Gibt es irgendeinen Moment oder irgendeinen Anlass oder so, wo du dich selber zurücknimmst oder deine Botschaft auch zurücknimmst? Wenn du jetzt so überlegst, wie wäre es mit einer Beerdigung zum Beispiel, wenn da gerade ein Leichenschmaus ist, würdest du dich da auch hinstellen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Es ist ja, man kann ja nicht, oh nein, er ist tot, nom nom, ich esse ein totes Tier. Die hatten genauso Familien, die trauern genauso. Also Raffaela schreckt da nicht davor zurück, weil laut ihr jedes Tier gleichwertig ist. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum sie dann beispielsweise bei Spinnen Abstriche macht. Nur weil sie Karnivor sind, bedeutet das ja nicht, dass sie jetzt weniger Wert haben als eine Kuh. Schließlich haben Spinnen auch Gefühle, sind wichtig für die Umwelt und für die Natur. Katzen, Löwen und generell auch Raubtiere sind ja ebenfalls Karnivor und bedeutet das, dass man die Tiere jetzt eher töten würde im Vergleich zu einer Kuh oder zu einem Schwein und dadurch weniger Mitleid empfinden müsste? Also ihr merkt, da passt doch irgendwas nicht. Ich meine, sie würde sich für alle möglichen Tiere selbst bei einer Beerdigung eines Menschen stark machen und dort laut rumbrüllen. Aber wenn dann karnivore Tiere getötet werden, dann ist das weniger schlimm, weil die ja schließlich auch alle Tiere fressen. Obwohl das natürlich ist und das der Lauf des Lebens ist. Merkst du selber. Die militante Veganerin ist übrigens sogar der Meinung, dass ihr Geschrei zur Hochzeitsgesellschaft etwas bewirkt haben könnte. Das mit der Hochzeit eben war halt total plakativ, weil die Leute, die du da anschreist mit dem Megafon, die werden natürlich nie im Leben jetzt auf deiner Seite sein nach dieser Situation. Ne? Warum nicht? Also es gibt viele Leute, die haben Fotos gemacht, vielleicht sind schon ein paar dabei, die vegan sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Raum von 50 Leuten einer vegan ist, mittlerweile ist gar nicht mal so gering. Und der wird das dann vielleicht nochmal einordnen für seine Freunde und Familie und sagen, ja, okay, ich weiß, das war nervig, aber sie hat ja recht. Aber sie werden das nicht vergessen. Sie werden ewig wissen, dass das bei ihrer Hochzeit passiert ist. Und darüber wird gesprochen werden. Genau, das ist Aktivismus. Das muss Spuren hinterlassen. Immer schön in private Veranstaltungen reingrätschen, um Spuren zu hinterlassen. Das ist doch dieses tolle Miteinander, was wir brauchen, oder? Laut sein ist zwar Aktivismus, gar keine Frage, habe ich auch gar nichts dagegen, kann man super gern tun, wenn es wirklich eine gute Sache ist. Aber jemanden die Hochzeitsstimmung zu vermiesen, weil man denkt, dass die nicht vegan leben, ist wirklich absolut bodenlos. Ich meine ja, man kann und darf sich gut und gerne für Tiere einsetzen und deren Rechte einsetzen. Das, was aber Raffaela dort macht, das ist schlichtweg empathielos und respektloser Müll. Was ich auch heftig finde, ist, dass sie ihren Kontakt zu ihrer eigenen Mutter abgebrochen hat, aufgrund des Themas Veganismus. Also ehrlich, als ich das gehört habe, war ich tatsächlich ein wenig traurig. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du ja auch so ein bisschen mit deiner Familie gebrochen. Also nicht nur so ein bisschen, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, also meine Mutter und ich, wir hatten schon öfter so Auseinandersetzungen. Und als es dann darum ging, dass ich vegan bin und nicht nur vegan bin, sondern das auch kritisiere, wenn andere Leute Tiere ins Schlachthaus schicken, vor allem Menschen, die so tierlieb sind wie meine Mutter eigentlich. Und dann hat sie mich radikale Extremistin genannt und militant, dass ich angefangen habe, Aktivismus zu machen. Ich soll doch die Leute in Ruhe lassen, ich soll nicht so geil fahren. Die weigert sich auch, Dokumentationen über die Tierindustrie anzuschauen. Die sagt, ich esse ja eh nur Bio. Nein, also um den Kontakt an sich ging es gar nicht mehr so. Es ging um die Art und Weise, wie sie dann auch mit mir umgegangen ist, dahin zu. Sie hat mir an meinem Geburtstag gesagt, Raffaela, wenn du nicht aufhörst, über Veganismus zu reden, dann stehe ich auf und hole mir einen Burger. Also sowas brauche ich mir nicht von der eigenen Mutter anhören. Und ich sag dir ganz ehrlich, Katja, wärst du mit jemandem befreundet, der jeden Tag in seinem Keller Hunde quält, Hunde anzündet? Also sie vergleicht Haustiere quälen mit dem Essverhalten ihrer Mutter. Und meine Güte, ich verstehe, dass es für sie nicht leicht ist, dass ihre Mutter nicht vegan ist und dass ihr das auf die Nerven geht. Aber holy fuck, steh doch mal ein bisschen drüber. Es ist immerhin deine eigene Mutter, die dich jahrelang großgezogen hat. Und so wie es klang, war ja der Kontakt zu ihrer Mutter sehr lange sehr, sehr gut gewesen. Also das klang halt jetzt nicht
wie eine Scheißbeziehung und eine absolute Scheißkindheit. Aber aufgrund der Haltung der Mutter vor ein paar Jahren wurde dann der Kontakt einfach abgebrochen. Imagine, du ziehst einfach dein Kind groß und das bricht dann den Kontakt mit dir ab, weil du weiterhin Fleisch isst und das Verhalten deiner Tochter als zu radikal empfindest. Crazy, ehrlich. Zumal Raffaela ja auch erst zur Corona-Zeit Veganerin geworden ist und gleichzeitig Aktivistin wurde. Aber gut, am Ende des Tages will ich gar nicht großartig reingrätschen, das muss sie selber wissen. Bedeutet aber, dass Raffaela wirklich heftig radikal ist und ich da auch der Mutter zustimmen muss. Und das, was ich hier sage, ist nicht mal im Ansatz übertrieben, denn Raffaela betonte das selber so ähnlich, dass sie einfach Leute wie ihre Mutter aussortiert. Das Ding ist, ich kann ja nicht einfach jetzt von jedem, inklusive meiner Familie, erwarten, dass sie meinen moralischen Ansprüchen genügen, obwohl sozusagen die Gesellschaft noch gar nicht so weit ist. Also wisst ihr? Natürlich kann ich das, besonders von Familie und Freunde. Wenn mir jemand in einer Geburtstagskarte schreibt, mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen und sich dann am nächsten Tag ein Schnitzel holt, dann ist das für mich Verrat, Betrug, das ist keine Freundschaft. Was ist das für eine Basis, wenn ich mich verstellen muss? Also sie bricht Freundschaften und Familienkontakte ab und begibt sich nur noch mit veganen Genossen. Das kann man jetzt natürlich machen und man könnte jetzt auch lobend sagen, dass das ja wirklich konsequent ist und das ist super. Aber ob das jetzt wirklich für ein tolles soziales Miteinander steht, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Aber gut, Raffaela steht ja auch dafür, die Gesellschaft da ein Stück weit zu spalten. Für mich ist das wirklich eine Art von Radikalität, mit der ich nur sehr schwer klarkomme. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Denn ich sag's euch jetzt einfach mal so, wenn ich jetzt eine gute Kindheit hätte, aufgrund einer sehr guten Beziehung zu der eigenen Mutter, dann würde ich doch schon aus Dankbarkeit wegen dem Thema Veganismus nicht direkt den Kontakt abbrechen, nur weil es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Da könnte man dann vielleicht auch mal Kompromisse eingehen oder vielleicht auch einfach drüber hinwegblicken. Wie gesagt, am Ende des Tages ist das auch die Entscheidung von Raffaela. Das muss sie selber wissen, ob sie damit gern klarkommen möchte. Schade finde ich das von außen gesehen, aber einfach dennoch. Ich habe mich jetzt auch hier in diesem Video mal nur auf den ersten Teil dieser Reportage bezogen. Es gibt auch noch einen zweiten Teil in der Mediathek vom ARD. Sollte der zweite Teil aber auch noch auf YouTube kommen, dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Denn dort gibt es noch Beiträge zum Thema Veganismus und Rechtssein und was hat Feroz Khan damit zu tun. Schreibt natürlich gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Konsequenz von Raffaela haltet. Findet ihr das gut, dass sie da konsequent ist oder findet ihr es ziemlich kritisch? Und checkt jetzt unbedingt den Link in der Beschreibung ab, um bei Snox bis zu 50% zu sparen. Wie gesagt, mit dem Code ALPHAKEVIN5 bekommt ihr nochmal 5% on top obendrauf. Und nach der Aktion könnt ihr selbstverständlich mit dem Code ALPHAKEVIN20 weiterhin 20% bei Snox sparen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänchen ans Wänkchen, euer ALPHAKEVIN und ciao.